Mit dem ersten Bild sollte Neugier vom Zuschauer und von der Zuschauerin geweckt werden. Wieso diskutieren die Menschen? Emotionen sind umeinander. Danach werden einem durch Text und Bild näher gebracht, um was es geht. Vielleicht packt man jetzt einen Schwenk rein, aber ja, nicht schnell. Mit random Hand- und Gesichtsschatz führen wir dann die erste Person ein, die dann etwas zu sagen hat. Wir filmen dann noch rasch bei einem random Gespräch und wir lassen dann ganz natürlich gegen die Kamera laufen. Der erste Quote sollte immer sehr emotional sein. Ich bin außer mir vor Wut. Weil mir etwas verloren ist, ist, dass die Snackbox voll ist und jetzt ist sie schon wieder leer. Das verhagelt mir den ganzen Tag an mein wirklich im Fall. Okay. Nochmal wird das Objekt mit Schärfefahrten und Schwenks gezeigt. Obwohl der Gegenstand recht zufällig ist, macht man hier noch natürlich ein paar Beauty-Shots. Nochmal eine Schärfefahrt und die zweite Person, die der Experte ist, wird vorgestellt. Um zu zeigen, dass er wirklich eine Ahnung hat, lässt man ihn noch in einem Ordner blättern. Selbstverständlich gibt es keinen Grund zum Panik haben. Die Snackbox die ist seit längerem leer, aber unser Lieferant ist eben krank und darum ist sie leer, aber kein Grund zum nervös werden. Zum zeigen, was mal war, gibt es noch ein uraltes Archivbild. Gegen die gibt es noch eine Umfrage, weil natürlich alle Menschen zu allem eine Meinung haben. Ja, ja, ist schon noch schade. Ich bringe meinen eigenen Snack mit. Keine Ahnung, aber ich weiss, wie es ist, im Stich gelassen zu werden. Es gibt auch wieder eine Zusammenfassung, weil mittlerweile eh jeder vergessen hat, um was es geht. Alles wird unscharf und der Beitrag ist endlich vorbei.